Ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren festgestellt habe, dass die Autos zahlreich und leider mit erhöhtem Tempo durch die Vorwerkssiedlung fahren. Und Sie machen sich dann Gedanken wegen der Kinder und der Verkehrssicherheit insgesamt. Wegen der Kinder, man sollte ja auch mal über Lärmbelästigung nachdenken, weil ein Auto mit Tempo 30 ist wesentlich angenehmer zu ertragen als Tempo 50. Der Lärm nimmt deutlich mehr zu. Und Sie haben sich im Vorfeld ja auch an die Stadt gewendet. Ja, ich Hat habe Erfolg? dort, nein, natürlich nicht. Ich habe mich auch mit Nachbarn unterhalten, hier in der Siedlung. Und die hatten mir schon vorher gesagt, ich brauche das gar nicht tun, das würde nichts bringen. Ich habe zweimal sie angeschrieben per E-Mail. Es wurde mir gesagt, sie könnten nichts tun. Sommerfeld, du hast auf die Anfrage reagiert. Wieso hast du dich entschieden, heute herzukommen? Gut, das läuft vielleicht ein bisschen anders auch bei uns nach wie vor als bei anderen Parteien. Also wenn wir Hilferufe aus der Bevölkerung kriegen und es irgendwie möglich ist, dann versuchen wir natürlich zu helfen. Und das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung, da hatten wir jetzt insbesondere im westlichen Ringgebiet seit Jahren federführend bearbeitet. Wir stehen jetzt kurz davor, hoffentlich einen Blitzer auf der Hugo-Luther-Straße zu bekommen, damit die Situation sich da verbessert. Und jetzt gab es hier den Hilferuf. Jetzt sind wir hier vor Ort in der schönen Vorwerkssiedlung in Braunschweig. Wir haben uns das jetzt hier eben gerade angeguckt. Also es ist nicht so wie in der Hugo-Luther-Straße. Es ist schon anders. Was ich aber konkret gesehen habe, wir haben hier zwar eine Tempo-30-Zone. Für die Autofahrerinnen und Autofahrer ist das nicht einsehbar. Es gibt am Anfang ein Schild, es gibt keine weiteren Markierungen, es gibt keine weiteren Hinweise. Und da sehe ich auf alle Fälle schon mal Handlungsbedarf. Und was man natürlich auch machen kann, was man in solchen Fällen immer machen kann, insofern verstehe ich auch die Haltung der Verwaltung dann nicht ganz, wir sollten gucken, dass wir hier mal eins von unseren schönen neuen Messdisplays aufstellen, dass wir mal ein Team der Verwaltung hierher holen und dass wir sozusagen dann auf Basis realer Zahlen auch mit der Bevölkerung hier vor Ort diskutieren, wie ist die Situation tatsächlich, und dann werden wir uns die nächsten Schritte überlegen. Also das hat zumindest die Ortsbegehung, denke ich mal, schon gebracht, und insofern kann die Verwaltung sich schon mal freuen auf eine Initiative von uns, die wir in den übernächsten Bauausschuss einbringen werden. Was denken Sie, entspricht das Ihren Erwartungen? Ich bin einfach begeistert gewesen, dass sich Herr Sommerfeld an mich gewandt hat. Und ich habe überhaupt nicht erwartet, nach den anderen Anschreiben, die ich oder E-Mails, die ich verteilt habe, überhaupt eine Antwort zu bekommen. Deshalb bin ich schon begeistert, dass es zu diesem Termin gekommen ist, dass man wirklich als Bürger wahrgenommen wird mit seinen Sorgen und Nöten und wenn sie auch nur so klein sind. Und was ich noch zusagen will, ist, es ist nicht nur die Vorwerkssiedlung, die auf dieser Strecke sitzt oder liegt und davon betroffen ist. Es ist noch die Schuntersiedlung, in der auch die Leute dementsprechend hier durchfahren. Und wenn einfach die Autofahrer sensibilisiert werden, denke ich, ist das einfach hilfreich. Super, Dankeschön.